Hallo bei autonotizen.de. Heute zeige ich euch ein Auto, das ihr schon mal nicht gesehen habt bei mir in einem Video. Den VW Touareg habe ich ja mal kurz zeigen dürfen, da war er noch getarnt und jetzt gibt es ihn fertig. Das ist er, VWs neues Topmodell, hier als R-Line-Variante. Das ist die höchste von drei Ausstattungslinien, die es beim Touareg geben wird. Den Elegance als, nennen wir es mal, Basismodell, sofern man das bei so einem Premium-SUV noch sagen kann. Dann gibt es eine Variante, die heißt Atmosphere und hier den Airline. Der hat noch dazu das Black Style Paket. Deswegen bleibt euch jetzt in diesem Video die komplett verchromte Front versagt. Wir haben hier schwarze, hochglänzend schwarzes Kunststoff am Kühlergrill, an den Außenspiegelkappen, den Fensterlinien und der Dachreling. Das ist also das Top of the Line Modell des Touareg. 21 Zoll große Leichtmetallfelgen sind hier an diesem Auto montiert. Das ist auch das größte Reifenformat, das es beim Touareg gibt. 18 Zoll in der Basis bis zu 21 Zoll und damit jeweils 1 Zoll größer als beim Vorgänger, der seit 2010 gebaut wurde, wo es 17 bis 20 Zoll große Räder gab. Er ist ein bisschen länger geworden, der Touareg, um knappe 8 cm, 77 mm ganz genau, auf 4,88 m, ist ein paar Millimeter flacher geworden, etwas breiter. Das klingt jetzt alles nicht viel, es wirkt aber wesentlich dynamischer, das Auto. Das ist zum einen natürlich ein Ergebnis dieser Proportionen, die sich leicht geändert wurden, aber vor allem auch das Design hat hier große Arbeit geleistet. Wir sehen viele Lichtkanten, vor allem hier diese Kante an der Flanke, die sich von der Front bis hier ins Heck in die Scheinwerfer hineinzieht und die dann durch diese sanfte Wellenbewegung, die auch nicht zu plastisch wirkt, sondern ganz, ganz subtil eingesetzt ist, betont sie sowohl an der Front wie auch im Heck die Radhäuser. Dann habe ich hier diese breite Schulter, lässt das Auto eben breit auf der Straße stehen und dadurch wirkt der Touareg nochmals breiter und flacher, als er wirklich im Vergleich zum Vorgänger sich geändert hat. Das Heck wirkt auf den ersten Blick relativ gewöhnlich. Auf den zweiten, dritten, vierten Blick, je länger es auf einen wirkt, sieht man eigentlich, dass hier echt gute Designarbeit geleistet wurde. Es hat nämlich so das typische VW-Design. Golf-Variant ist davon nicht allzu weit entfernt. Aber es bringt trotzdem viele neue Elemente und vor allem viele hochwertige Elemente rein. Diesen zentralen Schriftzug, das kennen wir jetzt schon von Arteon und T-Roc. Das wird also auch bei künftigen VW-Modellen sein, dass es nicht mehr an der Seite unten steht, sondern hier zentral unter dem VW-Emblem. Und dann, wenn man aber genauer hinschaut, sieht man eben Feinheiten wie die Heckklappe, die sich hier nicht in einer Kante in den Stoßfänger verliert, sondern das ist ein relativ nahtloser Übergang. Klar habe ich hier die Fuge, aber von, also ich sehe es hier, ich kann hier keinen Finger drauflegen. Das geht ineinander über, ist zum einen natürlich im Design sehr präzise und auch in der Fertigung muss hier natürlich genau drauf geschaut werden, dass das alles zusammenpasst. LED-Rückleuchten, klar, vorne auch LED-Scheinwerfer, die schauen wir uns gleich noch an. Und das ist der Touareg von außen. Unter der Haube gibt es auch Neuigkeiten. Unter der Motorhaube, die auch sehr dreidimensional geformt ist und hier auch mit diesen Kanten auf den zweiten Blick wirklich ein schickes Design bringt, gibt es zum Start zwei 3 Liter TDI V6 Motoren, einmal mit 231 PS und dann eine größere Variante mit 286 PS. Natürlich mit SCR-Cut, AdBlue-Tank und nach Euro 6 die Abgasnorm sauber. Ein bisschen später kommt dann ein 3 Liter TSI Benziner. Ein V6, den kennt man schon aus dem Audi A7 Sportback und dem neuen A6 mit 340 PS und dann auch noch, das wollen die Kunden nach wie vor, einen 4 Liter großen V8 TDI, der dann, wo jetzt hier das Airline-Logo im Grill ist, ein dominantes V8 Senier im Kühlergrill haben wird. VW spricht ja beim Touareg nicht nur vom neuen Premium-Topmodell, sondern auch vom digitalsten Modell in der Palette. Und das spielt sich natürlich im Innenraum ab. Der äußere Eindruck, der passt, das haben wir jetzt gerade gesehen. Aber jetzt gucken wir doch mal, was VW da meint und wie der Touareg innen sich dem Fahrer und den Passagieren präsentiert. Und heute darf ich Ihnen euch auch endlich von innen zeigen. Das war im letzten Video noch nicht möglich. Das ist der neue VW Touareg von innen. Das Cockpit schauen wir uns jetzt in aller Ruhe an. Und zwar haben wir hier natürlich das InnoVision Cockpit verbaut. Serienmäßig in der Basisversion wird der Touareg analoge Rundinstrumente haben. Hier haben wir das 12 Zoll diagonale messende Active Info Display verbaut. Das kennt man aus Golf, Passat, Arteon und anderen Konzernmodellen.
Das ist per se also nicht neu, wobei es im Touareg hier durch diese View-Taste, kann ich es verstellen, noch mal ein paar mehr Funktionen bekommen hat und sich einfacher um- und einstellen lässt. Wenn wir aber weiter nach rechts blicken, dann sehen wir, was den Touareg von den anderen Marken- und Konzernmodellen wirklich abhebt. Hier haben wir also die InnoVision genannte Cockpit-Architektur gegen Aufpreis, das 12 Zoll AED und das neue Discover Premium Infotainment- und Navigationssystem mit einer 15 Zoll messenden Bildschirmdiagonale und einem Curved Display, eine sanft gebogene Oberfläche. Die ist Mittel zum Zweck und nicht einfach Spielerei. Dadurch, dass es ein bisschen gebogen ist, kann ich eben auf diesem großen Display viele Sachen wesentlich besser erreichen. Neu ist nicht nur die Größe und die gebogene Oberfläche, sondern hier der Home-Button. Das kennt man vom iPad und anderen Tablets und dem Smartphone. Den kann ich mir frei konfigurieren. Jetzt habe ich hier die Navi-Karte. Und ihr seht auch hier, wenn ich mit der Hand hingehe, dann kommt diese Annäherungssensorik zum Tragen, die es ja schon seit mehreren Jahren bei VW gibt. Jetzt kann ich mir das hier frei konfigurieren. Hier ist jetzt zum Beispiel Musik und der Offroad-Assistent rein. Wenn ich jetzt hier lange drauf drücke, dann klappt diese Kachel um und ich möchte jetzt hier aber die Fahrdaten drin haben, dann kann ich mir das also hier alles ganz frei konfigurieren und natürlich auch den Hauptbildschirm. Also da kann ich machen, was ich möchte. Jetzt lassen wir einfach mal das Navi drin, klappt wieder zurück. Dann kann ich hier durch Vision auf dem Monitor eben die Menüpunkte ändern und innerhalb der einzelnen Kacheln kann ich mit einem Finger auch das ändern. Hier zum Beispiel die Klangeinstellungen und das kann ich, wie gesagt, hier alles komplett selber belegen, so wie ich mir zu Hause den Kleiderschrank eben auch so einräume, dass ich weiß, wo sind meine Hemden, wo sind meine T-Shirts etc. Hier links habe ich dann auch noch so eine Direktwahltaste, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, jetzt kann ich auch dann belegen, die Heckscheibenheizung oder die Heimatadresse etc. direkt ansteuern möchte, kann ich das hier tun. Ein bisschen fummeliger im Vergleich zu analogen Instrumenten wird dann dafür hier die Sitzkühlung und Sitzheizung. Also muss ich erst hier drauf gehen auf die Heizung, dann kann ich es hier einstellen und bei der Kühlung das Gleiche. Das erfordert so ein paar mehr Tastendrücke. Und gegen natürlich Aufpreis kann ich mich nicht nur hier kühlen lassen auf dem Sitz, sondern auch Massagefunktion und alles zwölffach einstellen. Gegen Aufpreis gibt es eine volle Fahrwerksassistenz-Armada, von Hinterachslenkung angefangen über einen Bankausgleich, verschiedene Fahrprogramme bis zu einer Luftfederung, mit der ich das Auto, da nutze ich dann diesen Schalter hier, anheben kann. Bis zu 70 mm kann er sich im Offroad-Modus maximal anheben. Da drücke ich dann, also drehe ich hier rüber und dann nochmal weiter, dann hebt er sich maximal an. Im Sportmodus geht er tiefer und wenn ich schwere Ladung ans Heck laden will oder einen Anhänger montieren will, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast, hat der Touareg übrigens in jeder Motorisierung, dann fahre ich ihn runter, bis zu 40 mm senkt er sich dann ab und kann eben dann den Hänger an den Haken nehmen oder die Ladung einladen. Schöne neue digitale Welt, die aber, und da hat VW zugehört, sowohl den Kritiken aus den Medien wie auch den Kunden, eins nicht vergessen hat. Das sehen wir hier unten, diese Walze, den zentralen Lautstärkenregler für das Audiosystem. Kann ich also hier ganz bequem an- und ausschalten durch einen Druck und eben laut leise stellen durch eine sehr hochwertig wirkende Metallwalze. Das ist schön gemacht. Den Wählhebel der Automatik, der ist hier auch noch da und schön dominant, passt zu so einem SUV. Es ist immer eine 8-Stufen-Automatik verbaut bei jeder Motorvariante, zu denen es später übrigens noch eine Plug-in-Hybrid-Version geben wird. In China kommt der Touareg auch mit einem Plug-in-Hybrid bestehend aus dem 2-Liter TSI. Das ist der EA888-Motor für die Freaks unter euch und einem Elektromotor auf den Markt. Bei uns ist noch nicht entschieden, ob es diesen Motor geben wird oder eine Kombination aus 3 Liter V6 und Elektromotor, das dann übrigens die Kombination ist, die es jetzt ja auch gerade im Bentley Bentayga neu gibt, der übrigens wie der Touareg, der Audi Q7 und auch der Porsche Cayenne auf der gleichen Plattform steht und aus dem gleichen Werk in Bratislava vom Band purzelt. Das wird der Touareg ab Sommer tun. Er soll ab Ende Juni bestellbar sein. Dann wird es natürlich auch bei Autonotizen einen Fahreindruck geben. Zur Premiere schaut euch bitte auch auf der Seite den Bericht mit vielen Bildern und allen Informationen an. Danke fürs Zuschauen. Das war's mit dem neuen Touareg. Bis bald bei autonotizen.de.